Okay, es geht weiter. Wo soll ich mit den kleinen Schwachmaten denn hin? Ey Leute, das ist echt ein Schwachmat. Mit dem kann man echt nichts Besonderes machen. Okay, das ist ein Safe Point. Zum Glück. Level 3 jetzt. Der ist so ein Schwachmat. Ich hoffe, das ändert sich auch später im Spiel. Verteidigung ist erhöht worden, okay. Komm, verprügeln ihn jetzt. Ja, okay, du bist sauer. Und? Was soll ich jetzt bringen? Nichts. Welke Kartoffel? Karotte meine ich. Wie komme ich auf Kartoffel? Okay, jetzt habe ich die Truhe auch hier. Doppeltrank bringt mir nichts. Schlangen vergiftet einen Gegner. Eisenreste kann für viel Geld verkauft werden. Okay. Ich brauche viel Geld. Also ist es nützlich. Warte, wie lange soll ich ihn trainieren? Bis Level 5? Okay, gut. Jetzt hat er sein Level up. Oh, willst du mich verarschen? Ey, nur 3 Stück fehlen in ihn. Jetzt ist sein Leben wieder aufgeheilt. Ich glaube, ich mache ihn bis Level 6, wenn es geht. Komm. Okay. Jetzt ist er Level 4. Okay, das geht langsam. Das geht langsam. Es kommt gut voran mit ihm. Obwohl er trotzdem ein kleiner Schwachmörder ist und keine Key-Explosion nichts drauf hat. Okay, Schaden ist auch jetzt mehr. Okay, gut. Okay, das geht ja mit ihm jetzt. Einigermaßen. Läuft gut mit dir, Gohan. Läuft gut. Gut, gut, gut. Oh, ich wollte das nicht. Oh, scheiße. Kommt jetzt nicht der Dino? Hä? Was habe ich gesagt? Ah! Lauf um dein Leben, Digga. Lauf um dein Leben. Gut so. Lauf, lauf, lauf. Boah. Lass ihn gegen den Felsen laufen. Komm. Los, los. Gib ihn. Hilfe, ich brauche Hilfe. Dummes Dino-Ding. Ist er gerade hochgesprungen? Oh, scheiße. Oh nein, jetzt ist er ganz auf diesem Berg, ja. Wow, ich komme hier nicht runter. Oh, verdammt. Und der Dino ist bestimmt noch unten und wartet auf mich, oder? Ich habe Angst und ich bin hungrig. Ess den Boden oder ess Steine. Ich hungere, ich werde sterben. Übertreib doch, Mann. Dauert sowieso eine Woche, wenn du kein Essen hast. Ah, Piccolo hat die Äpfel ihnen gebracht. Hey, Äpfel, einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Was für ein Glück. Er hat Glück gehabt, dass Piccolo wenigstens, also Piccolo eigentlich mal ein bisschen Herz zeigt. Ein Daumen hoch für Piccolo, bitte in die Kommentare. Ja, sei froh. Gut, dann mal los. Ja, ess die auf. Gut so. Und dieses Piccolo beobachtet er von der Seite, so. Warte, ist das nicht die Stelle, wo er... Ich glaub schon. Oh, zu sauer. Ich kann das nicht essen. Ich wünschte, es gäbe Fleischklöße. Ach, du verwöhntes kleines Gör. Dummes Gör, was für eine Zeitverschwendung. Ich werde ihm ein letztes Mal helfen. Wenn du danach nicht überlebst, dann bist du einfach nicht gut genug. Punkt. Schlaf eine Runde, Mann. Schlaf, schlaf, schlaf. Schlaf, Kindlein, schlaf. Was soll ich tun? Ich bin zu hoch, um runterzukommen. Auch wenn ich hier bleibe, werde ich verhungern. Digga, du musst einfach überleben. Einfach alles riskieren. So ist das Leben. Was passiert mit mir? Was passiert da? Hey, wieso ist es so hell? Es sollte doch Nacht sein. Ach, jetzt kommt die Stelle mit dem Mond. Boah, es ist der Mond. Junge, er ist so groß und rund. Ich habe noch nie zuvor einen Vollmond gesehen.
Was zum? Ey, das ist voll geil animiert jetzt. Das kann nicht sein. Affenpower. Terroraffe. Übertreib. Was ist hier los? Er zerstört alles auf seinem Weg. Die Erde wird vernichtet sein, noch bevor die Saiyajin hier sind. Stell dich nicht dumm, Kakarot. Wenn die Saiyajin einen Vollmond sehen, brechen unsere verborgenen Fähigkeiten hervor. Du weißt das. Das ist es, der Vollmond. Du bist erledigt. Sei zerstört. Übertreib. Vollmond wurde zerstört. Son Gohan ganz nackig. Ich hätte nicht gedacht, dass er so transformieren kann. Das muss ein Saiyajin-Blut sein. Das Geheimnis hinter seiner und Son Gokus Stärke. Er ist definitiv richtig, den Mond zu zerstören. Was alles hätte passieren können, wenn die Saiyajin diese Nummer abgezogen hätten. Richtig. Ich erinnere mich, wie häufig gerade jetzt von Schwänzen redete. Zum Transformieren braucht man einen Schwanz und den Vollmond. Also, Leute, wer sich transformieren will, soll den Mond angucken. Also die männlichen Kerle. Ich beschneide ihm besser seinen Schwanz ab. Er kann nicht mehr transformieren, aber der Schwanz bleibt für Saiyajin wie eine Schwachstelle. Schwanz ab. Richtig. Ich könnte ihm auch ein Schwert und Kleidung geben. Das gleiche Design wie dein Vater und alles. Jetzt kannst du kämpfen. Aber das Zeichen darauf ist von mir. Piccolo-Style. Demnächst in eurem New Yorker oder H&M-Laden. Oder CNA. Ich muss gehen. Ich brauche Selbsttraining. Wenn du hier 6 Monate lang überlebst, dann erhältst du eine höllische Ausbildung, wie nur Piccolo sie liefern kann. Du wirst dir wünschen, du wärst tot. Hoffentlich wirst du bereit sein. Ja, vielleicht auch nicht. Sehen wir mal. Ich mache dich zum größten Dämon, den es je gab. Welches Level ist da? 4 oder 5? 4, oder? Ja. Ein neuer Meilenstein, unterwegs zu Gott. Okay. Wir dürfen das nicht vor Chi-Chi geheim halten. Krillin, geh und sag es ihr. Was, ich? Wahrscheinlich schaffst du es nicht, Leben zurück. Sie soll ziemlich streng sein. Muss ich wirklich gehen? Anscheinend schon. Du sollst wohl. Sonst wird sie nur misstrauisch. Denn. Richtig, aber pass auf, wie du es dir sagst. Du musst hier nicht nur von Son Goku erzählen, sondern auch von Son Gohan. Ja, alles auf den kleinen Glatzkopf schieben, ist klar. Oh toll, erinnere mich bloß nicht. Erzähl dir besser noch nichts von Son Gohan. Aber jemand, der selbst schon tot war und wiederbelebt wurde. Das mit Son Goku solltest du erklären können, oder? Tja, naja, ich denke schon. Okay, dann mal los. Ab geht's, Leute. Viel Glück, Krillin. Halt! Was geht denn jetzt? Hä? Ich könnte die Maschine von Son Gokus Bruder reparieren, wenn ich einen Präzisionsschaltkreis hätte. In meinem Haus in der westlichen Hauptstadt sollte einer sein. Okay, da gehen wir mal hin. Dein Haus? Du meinst das Forschungszentrum der Capsule Corporation? Capsule Corporation? Ja, könntest du mir auf deinem Weg zurück einen Präzisionsschaltkreis mitbringen? Na klar! Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Einen Präzisionsschaltkreis? Okay, ich mach dann in der westlichen Hauptstadt einen Zwischenstopp. Ich zähle auf dich. Ich hoffe, er ist ausgerüstet. Fähigkeiten 500. Kamehameha. Okay. Ausrüstung. Ach, ich wusste es doch. Ihr verdammten Schweine. Östlicher Berg Paozu. Östlicher Berg Paozu?
Ah, da geht zu Chichi. Niemals jetzt. Was? Spinatfitness. Östliche Haupt. Ach, nicht die östliche. Die westliche brauchen wir. Die westliche. Die ist hier. Ach, hier ist wieder der Sound so langsam. Capsule Corp Corporation, ich komme. Ja, wir können ja gleich auch zu dem komischen Typen dahin, der für Karotten ja alle Sachen gibt. Und, hast du das? Bulma hat dich gebeten, hier etwas zu holen. Such doch mal an der Arbeitsplatz da drüben. Geh weg, Typ. Ach, geh weg. Wo? Was ist denn verbunden? Okay. Hä, wo zum Dreier? Wo zum Geier ist das? Also ist das die Arbeitsplatz oder was? Das muss. Ah. Jetzt so ein Kokoshaus, schätze ich. Es wird hart, aber ich muss Shichi und dem Rinder die Nachricht überbringen. Okay, aber erstmal zu den komischen Karotten-Liebhaber da. Warte, wie viele Karotten habe ich denn? Naja, sehen wir gleich mal. Sehen wir mal, was er mir für so viele Karotten gibt. Kleinkinder, was geht ab? Seid ihr immer noch unterwegs? Ja. Dün, 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 dün. So, hoch mit uns. Jetzt runter. Und wie viel Karotten? Hast du Karotten? Du hast mir insgesamt 74 Karotten gegeben. Du hast mir Karotten gebracht. Hier, das kannst du dafür haben. Danke, dass du mir so gebracht hast. Leere Bohne. Weißt du, ich hätte echt gern 100 davon. Besorg mir, dann gebe ich dir was, womit du leichter von Feinden davon laufen kannst. Karotten. Ich hoffe, kein Item. Also ich will etwas, was zum Ausrüsten ist. Das klingt verlockender. Okay, jetzt habe ich das auch. Jetzt muss ich raus. Schneller, schneller, schneller. Dün, 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 dün. Jetzt raus. Und nochmal raus. Jetzt gehen wir mal zu Chichi und sagen wir mal die gute Nachricht. Nein, die böse Nachricht. Zum Kuckuckshaus. Kann ich Wolfschlag erlernen? Ach, ist klar. Ich finde auf so einem Weg ja alles. Ach, wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Ja, jetzt geht's los. Er hat sich voll schnell umgezogen. Ja, tja, Son Goku wurde getötet. Nein, 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 das wäre ein zu großer Schock für sie. Es tut mir so leid, Chichi, aber Son Goku ist in einem tiefen Schlaf gefallen, von dem er nie erwachen wird. Wie das klingt, ob es Don Rüssen wäre. Eine Sekunde, wir werden ihn wieder zum Leben erwecken. Das ist es, ich werde es positiv formulieren. Son Goku ist gestorben, aber keine Sorge, wir können ihn wieder zurückholen. Krillin? Ich bin ein Geist. Hi Chichi. Was geht ab? Was plapperst du da? Naja, es gibt da was ich, Rinderteufel. Lange nicht gesehen. Hi, ja, ist schon eine Weile her. Solltest du nicht bei Son Goku und den anderen sein? Ja, eigentlich schon. Ja, das war ich, aber es ist so, Son Goku, er was? Er wurde, wie soll ich das sagen? Er ist tot, ja. Ja, spuck schon aus. Er ist tot. Er will, dass ich euch sage, ihr sollt euch keine Sorgen machen. Hehe. Das war's, also kommt er wieder zu spät. Ja, ein Jahr zu spät kommt er. Genau, aber vielleicht kommt er auch gar nicht mehr wieder. Junge Mann! Gar nicht mehr? Na, halt die Fresse und sag einfach, die ist tot. Ja, er kommt wieder, aber nicht sofort.
Krillin, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Komm doch rein, Krillin. Es bringt nichts, so rumzustehen. Na los, komm rein. Was willst du jetzt machen, Krillin? Okay, okay. Was dauert denn so lange? Er sagt, er wird wieder zurückkommen, bevor es dunkel wird. Wir können eh nichts daran ändern, also fangen wir doch mit dem Essen an. Son Goku wird Son Gohan im Nu wiederbringen. Genau. Son Goku ist diesmal zu weit gegangen. Gerade jetzt, in einer äußerst wichtigen Zeit für Son Gohan. Ja, ihr schildert euer Leben, ja, ist klar. Und Krillin schon mit Chi-Chi geredet hat, das erfahren wir im nächsten Part.